So, wir brauchen einmal Zeit, Nacht. Ich weiß gar nicht, ob das hier aktiv Nacht und Tag wird. Das werden wir jetzt einmal rausfinden. Ach so, okay. Hab mir voll Sorge gemacht. Ach so, weil es zugequalmt ist, ne? So, und wo landen wir jetzt? Hier der Ausgangspunkt ist, landen wir im Wasser. Ja, wir brauchen auch nur eine Sache. Also ich glaube, sonst hätten wir dann auch alles. Ich glaube, mehr Dinger sind hier auch nicht, deswegen. Mal gucken. Na, ist ein bisschen weit weg. Hier mit zu zählen ist auch echt ein Graus. Also es ist möglich, aber es ist ein Graus. Sehr schön. So, also wir müssen jetzt halt wie gesagt ein paar Kleinigkeiten machen. Ich bin auch gerade am Überlegen. Also wir müssen auf jeden Fall zu den Goronen. Ich muss jetzt kurz überlegen, weil Hyliasee wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, das können wir als nächstes machen. So, genau, weil im Zoras Reich müssten wir jetzt eigentlich soweit alles durchhaben, wenn ich mich nicht vertue. Eine Sache fehlt mir, das wäre nicht schlecht, wenn wir uns die kurz abholen. Ja, ich würde sagen, wir gehen als erstes zum, ich weiß nicht, doch, das müsste eigentlich so ein Ding sein. Wir gehen mal zum Hyliasee. Ich glaube, das machen wir als erstes jetzt, weil was weg ist, ist weg. So, eine Stelle weiß ich, wo man das kriegt. Das können wir auch als erstes machen. Gut. Also ich glaube, hier wird die Zeit auch hin und her... Doch, die wird hin und her gespielt, also alles gut. Auch nicht. Ja. Brauchen die Käfer? Seht noch warum. Aber die brauchen wir hier an einer Stelle auf jeden Fall. Das können wir auch gleich kombinieren, würde ich sagen. So, mein Freund. Ja. Ich weiß nicht mal, was du dir merkst. Okay, du merkst dir alles. Alles klar. Wir brauchen den, der sich nur eine Zeile merkt. So. Genau. Gut, der hat sich jetzt ein Lied gemerkt. Das ist für spätere Zeiten relevant. So, jetzt gehen wir da vorne hin. Wir gehen einmal ein bisschen angeln. Das dauert nicht lang, weil ich immer dachte, das dauert voll lang. Und ich habe das auch gerne ein bisschen nach hinten geschoben. Aber das geht eigentlich recht flotti karotti. Ja, deswegen das machen wir einmal kurz. Ich glaube, da geht's nach Castletown. Ja, einmal Angel für 20 Rubine. Ich weiß, wie das geht. Brauchst mir nichts erklären. Danke. So, einmal den größten Fisch bitte angeln. Dann hätten wir das hier durch. Die Frage ist jetzt nur, ich weiß gerade nicht, wo der ist. Ich glaube, der war ein bisschen mittiger. Ich versuche es trotzdem mal. Also Angeln ist sehr random. Also besonders von den Fischen her. Ja, der war zu schnell. Ja, seht ihr, der holt sich zu schnell ein. Da, der ist viel zu klein. Ob er links sich freut, ist halt sein erster Fisch, den er jemals im Leben gefangen hat. Aber hey, man kann ja auch nicht alles im Leben haben. So, ich meine... Nein... Nein. Nein.
Da sollst du bitte anvisieren. Nein, immer noch nicht. Den brauchen wir. Der hat noch Interesse. Der hat Interesse. Ja. Der ist schon ein bisschen... Na, das war zu viel. Stichwort random. Aber wie gesagt, das geht hier flotter, als man denkt. Wir haben auch eine gute Position, weil er sieht den Fisch. Sieht den Köder. Deswegen, jetzt muss der halt wirklich nur eine Stelle haben, wo der anbeißt. Ich hoffe, es ist übrigens der Fisch. Weil guck mal, der ist schon sehr... Der ist schon sehr faul. Ich hoffe, der andere beißt nicht an. Weil der müsste schneller anbeißen, der andere. Und wie gesagt, den will ich nicht. Seht ihr, der war richtig geil drauf. Aber wir wissen auf jeden Fall die Position jetzt und wir sehen, der ist ganz gut dabei. Da haben wir ihn. So, jetzt müssen wir nur noch aufpassen wegen der Positionierung. Jetzt nach links, jetzt ein leichtes bisschen nach rechts, nach geradeaus, so rechts. Wir müssen ihn immer so ein bisschen mit der Schnur ziehen. Und eigentlich kann man auch in manchen Momenten loslassen. Aber das habe ich auch noch nie so ganz verstanden mit dem Loslassen. Und die Sache ist, aktuell sind die Fische eigentlich zu fangen auch noch recht solide. Also das wird später noch schlimmer. Ihr seht, guck mal, wie schnell wir den einholen. Das ist meine jahrelange Angelausbildung. Ich muss auch sagen, ich habe echt lange Zeit in diesem Spiel verbracht, nur mit Angeln. Die Devise ist auch mehr Geduld als alles andere. Na, das ist ein bisschen zu viel. Ja, das sieht gut aus. Ja, jetzt zappelt der noch ein bisschen. Der kommt aber näher, der kommt näher. So ein bisschen nach geradeaus. Nach links. Und da haben wir ihn. Guckt euch diesen Brocken an. Wow, das ist ja ein echter Brocken. Ja, selbstverständlich für den. Beim Totalriss. So, also es müsste eigentlich der größte Fisch aktuell sein. Und seht ihr, das geht hier voll schnell. Wenn man weiß, wie es geht, flott die Karotte, ehrlich. Hallo, mein Guter. Wieg mein Fisch. Wow! Das ist ja ein Prachtkerl. Sieht ganz nach einem neuen Rekord aus. Danke. Er wiegt mindestens 10 Pfund. Okay, hier ist dein Preis. Jo, ein Herzteil. Ich glaube, ach so, okay, dann war das bei dem nächsten. Ach so, wir können übrigens nicht mit der Angelrute raus. Mir reicht's. Genau, jetzt ist die Angel weg. Das ist mein Fisch übrigens. Und ja, deswegen, los. So, jetzt werden wir hier. Jetzt muss ich einmal kurz überlegen. Also hier war, glaube ich, kein Ding, sonst hätten wir schon eine Mitteilung bekommen. Ich weiß eine Skulltula, ich weiß einen Platz, was wir noch machen müssen. Eine Sache, die können wir testen. Und dann müssten wir hier raus. Dann müssten wir wieder zurück. Dann ist die Kackeule. Ich glaube, die restlichen Sachen, die sind ja später. So, okay. Der hat, der beobachtet einen, wenn man taucht. Aber ich glaube, man kriegt hier aktuell noch nichts Sinnvolles, weil wir noch nicht so tief tauchen können, wie das gerne hätte. Also wir müssen den Boden berühren. Dafür brauchen wir aber das nächste Tauch-Upgrade. Das kriegen wir, glaube ich, erst als Erwachsener im Angelsee. Aber ich nicht genau weiß, wieso. Weil eigentlich ist das dann zu einem Zeitpunkt, wo man es nicht braucht. 6 Meter, ja. Hier ist übrigens mein Lieblingsdetail. Hier ist das ein normaler Octopus. Im Remake, also im 3DS, ist das ein Octorok. Also diese Viecher, die im Wasser sind und immer uns einen abschießen. Die Musik ist übrigens... Die ist nur hier... doch, die ist, glaube ich, noch bei dieser Hexe. Das ist einer der besten Musikstücke in Ocarina of Time. Der besten... Secret-Musikstücke sozusagen. Wie nennt sich sowas? Diese. Von denen keiner redet. Wisst ihr, was ich meine?
So, als nächstes können wir schon mal ein Ding vergraben. Dann hätten wir das schon mal hinter uns. Dafür bräuchten wir einmal das und einmal das. Warum? Seht ihr sofort? Sieht ganz so aus, als würde dieser Gegenstand hier nicht benötigt. Wieso? Jetzt aber. Okay, der stand wohl noch einen Schritt zu weit hinten. Genau. Und die Sache ist, man kann halt an diesen Stellen Käfer rausbringen. Genau. Dann gräbt sich einer ein, den anderen nehmen wir wieder mit. Jetzt haben wir wieder automatisch drei. Das ist sozusagen der Käfer-Duplicator. Und jedes Mal, wenn wir das machen, kriegen wir eine Skulltula. Ist halt leider mitunter einer der nervigsten Sachen, weil man gerne mal diese Felder vergisst. Wir kriegen das schon hin. So, genau. Wir müssen jetzt einmal dunkel machen. Genau, weil da vorne ist jetzt so ein Teil. Jetzt müssen wir nur aufpassen, hier sind ein paar Krähen unterwegs. Die vermiesen einem schnell den Tag. Deswegen machen wir ein bisschen schneller. So, und wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, dürfte eigentlich hier sonst kein Skulltula sein. Ich gehe aber trotzdem nochmal zum Baum. Er bewacht übrigens einen Grabstein. Nicht ansprechen. Der fliegt uns übrigens auch zum Schloss zurück, aber da will ich jetzt nicht hin. Wie gesagt, wir sind jetzt am Questen. Bis ich sage, ich habe keine Lust mehr oder beziehungsweise bis zu dem Moment, wo ich sage, wir haben alles gesehen. Und dann gucken wir weiter. Übrigens, ein großes Easter Egg. Die Kratzer. Man fragt sich bis heute von was, warum sind die Kratzer da? Weil als Erwachsener sind die nicht mehr da. Und die sind selbst in der 3DS-Version. In beiden Versionen. Okay, hier ist keine Skulptur. Ich dachte, hier wäre noch eine. Also es kann natürlich sein, dass hier irgendwo noch eine ist. So, das brauchen wir ja später. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zurück zu den Zoras, weil dann würde ich nochmal zu dem Fluss gehen. Also diesen Fluss, wo wir vorhin schon waren. Weil da waren ja auch nochmal ein, zwei Sachen. Und wir können von da... Ach, nee, 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 nee. Eine Sache müssen wir vorher noch machen. Ja. Weil da waren halt auch noch Skulltulas bei diesem Fluss. Und wir können von da aus, wir können dann halt nochmal zu diesen einen Eumel gehen und noch ein paar, Samen kaufen. Da müssen wir später aber, glaube ich, sowieso nochmal hin. Und wir müssen dann nochmal, genau, und von da aus gehen wir dann wahrscheinlich zu den verlorenen Wäldern. Da können wir dann auch alles erledigen. Obwohl, die würde ich sogar als erstes machen, um ehrlich zu sein. Aha. Ja, die würde ich als erstes machen. Hat schon seinen Grund. So. Ich weiß auch gar nicht, wo wir noch hin müssen. Ich glaube, wir müssen noch nach Kakariko auf jeden Fall. Ich weiß aber noch nicht genau, wieso. Boris müssen wir nochmal machen, deswegen. Und wir müssen noch, ja, also wir müssen noch ein paar Kleinigkeiten halt machen. So, hier ist nämlich ein Loch. Ich weiß nur nicht, ob wir das jetzt schon so öffnen können. Doch. Aber manchmal gibt es auch welche, die kann man nur mit Liedern öffnen. Bei der hier, das ist ein geheimes Versteck. Und der Lümmel, der verkauft mein Herzteil für, ich glaube, 10 Rubine. Genau, waren 10. So, das hätten wir. So. Genau, Zoras Domain-Dings. Da gehen wir jetzt nochmal hin. Ja, wir müssen auch noch zu Lonlon fahren. Wir müssen auch nochmal ganz kurz zu den Gerudo, weil da können wir auch schon wenigstens die Schaltsachen machen. Ich mag das irgendwie an dem Spiel, dieses Ablaufen, aber es ist halt echt nervig. Das ist halt das Problem. Oh, das haben wir noch gar nicht so besucht. Ja, sehe ich, ist ja geil.
Kriegen wir noch eine Animation. Na gut, wir hätten auch andersrum laufen können, dann hätten wir auch noch ein paar Sachen mitnehmen können, aber... Also 40 Rubine brauchen wir auf jeden Fall für den einen noch in dem Wald. Ich glaube, im Wald war sonst nichts. Und bei den Koki, also das Einzige, was halt noch sein könnte, ist, dass irgendwie noch, weiß ich nicht, da müssten wir mal gucken. Ich habe halt Angst, dass die irgendwie in Höhlen sind, die, die Skulltulas, weil die vergisst man schnell. So. So, wir müssen ja nur den Weg zurück. Weil hier haben wir alles durch. Also ich wüsste jetzt nicht, was hier noch ist. Ja, und zu den Goronen, da müssen wir auch noch zwei, drei Sachen machen. So, einmal kurz Nacht werden. So, keine Probleme hier. Weißt du? Genau. Also es kann sein, dass weiter unten noch was ist, aber ich nehme jetzt erstmal nur hier. Ist gerade doof. Ich glaube, ich vertue mich gerade. Nee. Ich vertue mich nicht. Ich habe ihn gehört. Ich habe doch gerade einen Zora... Zora, sag ich schon. Ich glaube, ich habe mich echt vertan. Egal. Wenn hier noch einer ist, wir werden den sowieso nochmal... Weil, wie gesagt, wir müssen hier noch öfter hin. So. Ich weiß gar nicht, ob noch eine Skulptur war bei den... bei dem Waldtempel. Aber ich lasse es einmal... genau, wir müssen hier einmal... Das ist... Moment, das ist falsch. Wir müssen da lang. Dann nach links. Dann nach rechts. Dann geradeaus. Ja, und wir können theoretisch auch schon die Maskenquest machen. Aber die ist halt... Ja. So, hier haben wir noch so einen Punkt. Ich glaube, im Wald sind zwei. Also ich meine, es sind 10 insgesamt. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Also ich wüsste jetzt noch 2 aus dem Kopf. Oh, 3 wüsste ich aus dem Kopf. 4 wüsste ich aus dem Kopf. Fünf. Also ein paar weiß ich davon, aber ja. So. Animation von dem Rüssel ist auch echt lustig. So, ja, danke. Erweiterung für den Deko-Stick, sehr schön. So,
Jetzt bin ich am Überlegen. Also, ich glaube, genau, eine Sache wüsste ich noch, die wir hier im Wald machen könnten, aber die würde ich halt einen anderen Zeitpunkt machen. Wie gesagt, das mit der Lichtung würde ich auch noch einen anderen Zeitpunkt machen, wenn das überhaupt da der Fall ist. Was habe ich gerade gesagt? Ich würde auf jeden Fall noch die Gron. Die würde ich jetzt noch abfrühstücken. Weil da sind noch eins, zwei. Obwohl, die Sache kann man auch später machen. Eine Sache ist auf jeden Fall, die ich machen will. Zwei.